Leute, willkommen bei Gymnastic Playground. Ihr seht richtig, Axial SX10 Basecamp. Wir wollen mal wieder crawlen. Barisch ist dabei. Wir haben hier noch den Amiwi AMX irgendwas da. Ja, 10 Pro, ach keine Ahnung. Die Strecke ist mittlerweile ein bisschen gewachsen. Ist alles noch so ein bisschen unausgereift, ein bisschen locker. Und wir testen hier mal und dann nehme ich euch jetzt mal eben mit. Barisch, sein Amiwi ist sehr breit. Und er hängt jetzt schon auf der Brücke hier leider fest. Ja, ich bin weggerutscht. Ah, kommt Gottes Helfen dran. Die Gottes Hand kommt gerade. Ja, ging jetzt zum allerersten Versuch, wo wir hier einen Erdhügel hatten, so habe ich natürlich ein bisschen was verändert hier. Hier, Verschränkungsfreitag, kannst du gleich zeigen. Verschränkungsfreitag. Habe ich gehört, gibt's wirklich. Der schmiert doch gleich ab, ey. Hier, manche brauchen eine Alufelge, ich auch. Ich habe noch eine Hälfte abzugeben. Nee, Quatsch, die Hälfte hängt der Gartenschlauch dran. Leute, es ist so heiß, ich glaube es nicht. Wir stehen hier in der Mittagssonne und crawlen. Warum? Weil wir es können. Ja. Ja, das andere ist schon ein bisschen älter und alles ein bisschen verdichtet worden. Hier ist noch ein ganz neuer Hügel, da liegen die Sachen auch nur drauf. Der ist natürlich sehr rutschig. Der Axial hat Portal-Weights drin, Rest-Weights. So verschiedene Reifen, ne? Sind die Felgen so breit oder hast du noch was da gemacht mit dem Mitnehmer? Axial hast du gesagt, Amiwi meinst du? Ja, Amiwi. Reifen sind so breit. Ich habe nur Felgengewichte, Axialgewichte. Ja, das Pressweight. Genau, ne? Ja. Das habe ich drauf, ansonsten ziemlich original. Ja, der Axial da vorne fährt mit einem Gens Ace Akku und hat die VitaWorn Portal Weights drin. Und hier, Stahlfelgen sind hier drauf, ne? Ja, ich habe noch Kunststofffelgen immer noch, die Originalbereifung. Ja. So, er will jetzt die Alufelge bezwingen. Ups, oh, Schlagloch. Bleibt an Achsen hängen. Was ist denn da los, Junge? Ja, gestern war ein bisschen hart. Bitte. Gar nicht, ey, verdammt. So, jetzt aber. Na, er muss die Felge wirklich ganz genau treffen. Ja. Das passiert immer, ne? Er plupst immer hinten runter. Ja gut, wenn man sich noch retten kann, dann geht's da, ne? Ja. Einmal da. Das hat Michis Frau gemacht. Mit Betonresten. Ja, da sieht man hier, dass es sehr locker ist halt noch. Ne? Und eigentlich so eine Mischung rüber kippen, damit da ein bisschen Stabilität entsteht. Ja, ich habe die Breite der Brücke da natürlich hinten verjüngt und ein bisschen auf meinen Axial ausgelegt, dass du jetzt so viel breiter bist. Ne? Also im echten Leben bin ich ja breiter. Und hier seht Leute, es geht. Oh, ich sage, es geht und er fällt sofort runter. Oh, und noch wieder zurück. Schon. Jetzt muss natürlich der Arsch noch schön mitkommen und dann geht es. Aber das wird nichts. Andere Seite hängt schon gleich runter. Aber es ist ja nicht nur die Gotteshand, die manchmal hilft, sondern auch die Gotteshand an dem Trigger hier. Die Hand da? Ja. Gotteshand am Trigger. Nur in der großen Schmerz. Oh, vorne. Ja, boom. Explosion. Wäre jetzt ein amerikanischer Crawler, wäre der jetzt explodiert. Die geht doch hier schmaler zusammen. Ja, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ja, der Schwierigkeitsgrad. Wie soll ich Luft fahren oder was? Was kann ich dafür, wenn du mich auf Breitbau setzt? Ist das ein Japaner oder was? Ja. Toyota, ne? Toyota. Das hast du jetzt nur gemacht, weil ich gesagt habe, Onroad-Strecke, ich kann auch ohne Reifen gegen dich gewinnen. Ja, deswegen habe ich eine Crawl-Strecke gebaut, wo du mit gar nichts machen kannst. Nee, ist ja Quatsch, Leute, die Strecke war ja schon so. Ja,
Wo? Bist du schon runtergefahren? Nee, weil das nicht geht, liegt so auf. Ah, geht doch. Dreh mal da und fahren mal wieder andersrum. Wieder rauf da. Soll ich das Licht anmachen? Für die Romantik, oder? Hier gibt's keine Romantik, Alter, weißt du, ich schwitze. Der Crawler schon eine schöne Ablenkung zwischen den ganzen. Ja, finde ich geil, dass ich mir das jetzt hier so machen konnte. Fahren wir weiter links lang, also von mir aus links, dass du da so ein bisschen auf dieser Platte da fährst. Nicht ganz durch die Brennnessel natürlich. Dann hier vorne drüber. Gleich mal die Parkzeit-Heckenschere holen und mal die ganzen Dinger da wegkloppen. Kriegst du noch Geld von denen oder was? Ich krieg von Parkzeit Geld, ja. Wobei die ist echt gut. Wir haben sie gestern Abend ausprobiert. Im besoffenen Kopf, ja. Zack, kommt er wieder raus, genau. Ja, schon gut. Das hier vorne schafft er auch nicht, dafür ist er zu breit. Zu eng gemacht. Alter, das sieht aber aus hier nach Steigungsdienstag, ne? Steigungsdienstag? Was hast du dir ausgedacht? Ja, jo. So, gleich gibt's da. Jawohl. Das sind echt günstige Reifen gewesen, ne? Aber die sind echt gut für die Kohle gewesen. Immer, ja, also ein Rad erwischt immer irgendwie was so, ne? Das finde ich schon ein guter Ansatz so. Freut mich. Noch ein bisschen aufbauen, wenn du zufällig irgendwann mal noch ein paar Tage frei hast oder so. Ja, das ist hier noch neu hingekippt, der Bereich. Ja, er wühlt sich langsam hoch. Ist ja auch nicht irre hoch, der Hügel. Nee. Ist kein altes Abflussrohr, was da rausguckt, sondern eine Fürstpfanne, ne? Ja, Zimmer füllen eben. Ja. Schau ich den Axial noch mal einen darüber. Hier gibt die Kamera mal an den Barsch. Wenn du ein bisschen ranzoomen willst, musst du den großen Ring hier halt drehen, ne? Je nachdem, wo du gerade stehst. Moin Leute. Ah, so. Wie fahren wir denn mal?
Also wie gesagt, Vitavon, Portalgewichte. Sonst zieh die Serie. Warte. Da brauche ich eine Brille, ist das hier nicht so scharf? Der große Brille. Hä? Kannst du mal aufs Display tippen, sonst in der Mitte dann oben den Wagen. Ja. Ja, die Stelle da oben, Leute, da bleibe ich immer dran hängen. Die muss noch ein bisschen abflexen. Das ist Quatsch, das hat er so auch gleich. Ach ja. Ja, gut, da fehlt dir die Höhe, ne? Ein bisschen. Ja. Brauchst du Gotteshand oder? Ne. Ich bin halt ein göttlicher Fahrer, deswegen bin ich da so rausgekommen. Ach so. Oh, ist das heiß, ey. Guck mal, ich bleib hängen und du bist nach oben gekommen. Ja, ich, meiner ist auch echt eine Ecke schwer, glaube ich, ne? Dass er einfach ja, vorne rüber gekippt ist. Na. Da war Alas Hand, nicht Gottes Hand diesmal. Manchmal muss man ein bisschen Schwung holen. Ja, der brauchst du auch manchmal. Der fehlt mir, weil ich ja nur mit zwei S fahre, der fehlt mir manchmal. Ja, ich habe hier ein Gents Ace Adventure Pack drin, irgendwie 4000 mAh oder so. Ey, ich bin so am Tropfen, das glaubst du nicht. Hoffe auf die Kamera. Ja. Ich glaube, das Teil muss ich andersrum reinlegen. Ja, die glatte Seite nach oben. Ich mach mal kurz Streckenmodifikation. Ach ja. Jetzt fährst du ja auch, ne? Hast du schon mal so einen Prachtmann gesehen? Als ich ihn gestern das erste Mal im Anzug gesehen habe, Junge, ich bin fast schwach geworden. Das ging mir aber aus. Also, als ich ihn in der Spiegelbild gesehen habe, war ich nein. Ja, Barisch nicht im Jogginganzug, unglaublich. Ja, der Barisch kennt, wird jetzt lachen, der das Video sieht. Ja, Jogginghose oder aber hier Latzhose? Ah, da muss man auch mal sehen, das Ding. Ich wollte da so lang fahren. Ja, ich hab's gesehen, ja. Aber jetzt müssen wir mal die Felge von zwei Seiten bezwingen. Ja, aber fette Reifen und einen kurzen Bumper, so, ne? Ich kann den Bumper ja sogar ein Stück reinholen, theoretisch. Ja, ich musste meinen ein bisschen rausholen, weil ich ja die dickeren Felgen habe. Die dickeren Reifen, größeren Reifen, sonst hat es geschliffen beim Lenken. Was ja kontraproduktiv ist eigentlich für den Böschungswinkel. Ja. Aber ich bleib auch so hängen, nicht zu weit nach vorne kommen. Ich brauch hier vorbei. Aber dann, Junge, locker vorbei. Aber rutschst du weg, ja? Rutschst du weg, ja. Okay. Jetzt nur ein Stückchen rückwärts, sondern... Da muss ich wieder hoch. Von da, oder was? Ich fahre hier wieder hoch, ich will die Felge von der anderen Seite. Okay. Oh, jetzt habe ich den kleinen bewegt. Was ist das? Da ist auch Fokus. Nicht schlimm.
Scheiße, jetzt komme ich von der Seite auf die Felge. Natürlich. Schwierig. Jawohl, Mann. Locker easy. Dann mag es der Hund dahin geschissen, damit der durch war. Solange ich nicht reintrete, ist alles gut. Ich muss noch 2 Stunden Auto fahren. Oh. Hast du das gesehen, Alter? Das wolltest du so machen, um da rüber zu kommen, ne? Ich auf der Ball direkt richtig stehe, direkt. Ja, aber beim Seriensystem ist manchmal dieses ruckartige Rückwärtsfahren. Das hat der Körper immer schon gehabt. Nimmst du die Fake oder was? Nee, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Ab rückwärts darüber? Genau. Killer. Schaffst du eh nicht. Cheater. Rutscht eh gleich weg. Ja, oder auch nicht. Das ist jetzt das Thumbnail auf jeden Fall. So geht das, Leute. Oh, noch ein bisschen Verschränkungsbreiter. Scheiße, den hätte ich gerade weiner gemacht. Jo, zeig mal. Ja, ja, jo, genau. Zum Glück habe ich keinen Spiegel dran. Was? Ich wollte gerade sagen, Self-Lightning hier von Traxxas oder was? Ja, das wäre fast richtig gewesen, aber habe ich doch verkackt. Gut, Leute, das war mal wieder ein kleiner Eindruck von der Quora-Strecke 2.0 mit Axial und Amevi. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Wir werden hier vielleicht noch ein bisschen rumverbessern oder einfach uns im Chat was trinken. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.